Ey Leute, was geht? Es ist gerade keine Ahnung, wie viel los ist. Und deswegen ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Atemraum-Let's Play von Temtem auf diesem atemberaubenden Kanal. Es gab schon lange kein Video mehr. Es ist 21:49 Uhr, danke. Danke. Wir werden dieses Game mal, je nachdem, es ist momentan in der Early Access. Das heißt, es wird noch sehr viel dazu kommen, hundertprozentig. Das ist momentan so ein neues Pokémon in Anführungszeichen. Weiß ich nicht. Ich habe mich darüber nicht so schlau gemacht, aber so an sich ist es halt, wie gesagt, ein neues Pokémon. Mal gucken, was es da Schönes gibt, was es da zu anschauen gibt. Und wenn ihr nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr kostenlos mich abonnieren. Das würde mich sehr freuen und deswegen starten wir. Auf geht's. Saurus, schläfst du noch? Los, wach auf! Alter, die sieht ein bisschen creepy aus, Guys. Die sieht ein wenig creepy aus. Die sieht wirklich ein wenig creepy aus, WTF. Alter, das streckt mich auch immer. Alter, wir können sogar selber antworten. Guten Morgen. Saurus, Alter, das ist ein schwieriger Name. Ich hatte einen Traum. Morgen? Bruder, wer fängt denn an? Ich hatte einen Traum. Morgen. Du wachst besser schnell auf. Alle warten auf dich. Wer? Ha, du Schlafmütze. Du hast wirklich vergessen, welcher Tag heute ist? Nein, heute Freitag. Wochenende. Heute, es ist... Oh! Es ist mein Lehrlingsabend. Okay. Genau, mein Schatz. Glückwunsch. Du hast ein Tempedia bekommen. Ei, muss los. Das wichtigste Werkzeug jedes Bändigers, die Tempedia, zeichnet alle Informationen über Temtem auf, die du gesehen oder gefangen hast. Deine hast du von einer geschenkt bekommen. Einer, was ist... Das sind so weirde Namen. Alter, muss los. Freitag auf ehrenwerter Basis. Auf jeden Fall auf ehrenwerter Basis. Und hier ist dein Geschenk. Frohen Lehrlingsabend. Oh, ein Tempedia. Genau, was ich mir gewünscht habe. Ich weiß noch nicht mal, wann Tempedia ist, Alter. Genau, was ich mir gewünscht habe. Du bist jetzt ein Lehrling. Bald wirst du zur Akademie gehen. Also dachte ich mir, du brauchst einen guten Tempedia. Eine gute Tempedia. Muss los, danke. Was für ich liebe dich, Anni. Einer. Heißt das jetzt, wird das Einer ausgesprochen oder? Aina. Wie so ein Esel, Alter. Also weißt du, wie es funktioniert? Nein, weiß ich nicht. Ja, die Tempedia liest alle Temtem auf, die ich fange, und sammelt Informationen über sie. Professor Konstantinus hat uns gezeigt, wie man sie nutzt. Und jetzt hast du deine eigenen. Und nun, beeile dich. Alle warten auf dich. Das wartet keiner auf mich. Ich sehe doch, dass du ganz... Wenn die auf mich gewartet hätten, hättest du mich doch mit runtergeschleift schon. Guck mal, wir laufen auf dich. Hier, mein Gang, Beste. Kann man noch langsam gehen? Nein, natürlich nicht. Ah, muss los. Huch. Hier ist doch gar keiner. Was, wir warten auf mich. Der Fernseher ist an. Mami hat den Fernseher angelassen. Guck mal, da unten steht auch Early Access Version 0.5.10. Mal gucken, wie lange es überhaupt dauern wird, bis die Vollversion rauskommt. Und wie lange es dauern wird, bis wir mit dem Game durch sind in der Early Access. Guck mal, es sieht auch an sich eigentlich übersick aus, muss ich ehrlich sagen. Sada, Heimat, süße Heimat. Okay. Da ist Saurus. Glückwunsch, ich kann euch mal meinen eigenen Namen aussprechen, Alter. Wir wissen, dass es ein großer Tag für dich ist, aber wir werden dich auch vermissen. Wir haben dann zusammengelegt und dir ein bisschen Taschengeld für deine Reise zur Akademie gesammelt. Oh, das ist nett. Oh, wie wundervoll. Vielen Dank, liebe Nachbarn. Aber Saurus, wo ist dein Freund? Max? Bruder, Max. Ich habe so einen komischen Namen und der Typ heißt Max, Alter. Hat mich jemand gerufen? Oh, hey, Saurus. Wusstest du, dass heute auch mein Lehrlingsabend ist? Nein, Bruder, wer bist du? Ich weiß doch nicht mal, wer du bist. Oh. Hallo, Max. Wir warten auf Professor Konstantinus. Der war doch die ganze Zeit da. Hallo, Kinder. Seid ihr bereit? Alter, wenn man so schon anfängt. Ah, Professor Konstantinus, bitte passt gut auf Saurus auf. Nö. Ach, Kinder, werden so schnell erwachsen. Und eines Tages werden sie Flügel. Flügel? Flüge was? Oh. Keine Sorge, liebe Einer. Ich begleite Saurus und Max bis zur Akademie, bevor ich zur Universität gehe.
Cool, können wir dich dorthin begleiten? Zur Universität oder zur Akademie? Er meint jetzt zur Akademie, Bruder. Der bringt uns zur Akademie. Aha, du bist noch etwas zu jung, um mich zur Universität zu begleiten, Max. Aber wer weiß, vielleicht eines Tages, wenn du beständig trainierst, was ist mit dir, Zaurus? Hast du große Pläne für deine Zukunft? Ja, ich möchte eigentlich Temtems fangen. Zaurus ist nicht besonders gut im Umgang mit Temtem. Temtem ist ein wilder Name, aber ey. Ne? Ich würde es gerne Pokémon nennen, aber es ist Temtem. Sollen wir es einfach Pokémon nennen? Sollen wir es Pokémon nennen? Ich weiß es nicht. Aber das ist in Ordnung, keine Sorge, Zaurus. Du kannst auch hier bleiben und dich um einer kümmern. Richtig? Hey, ich möchte mitkommen, hallo? Max, Taurus, kommt mit. Wir gehen bei meinem Labor vorbei, um ein paar Sachen mitzunehmen und dann ziehen wir los. Pass auf dich auf, Zaurus. Ich liebe dich. Ich weiß, dass du Großes vollbringen wirst. Los, Kinder, lasst uns gehen! Wum! Jetzt darf ich alleine gehen. Ist es auch hier am Ruckeln? Nee, oder? Ja, bei... Hier sagt der glatte 60 FPS. Was ist das denn? Aber die geht über weird. Ja, sind wir falsch. Ey, geh durch die Tür. Aber ich find's nice, dass wir das mit Controller zocken können und nicht unbedingt die Tastatur verwenden müssen. Geh ich hier überhaupt richtig? Also durch die Wiese kann ich nicht, oder? Hey. Hey, Zaurus, wohin gehst du? Du sollst Zadar nicht ohne einen Temtem in deinem Team verlassen. Das ist gefährlich. Was würde einer wohl dazu sagen? Ja, nichts, ich weiß doch nichts davon. Ey. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ey. Da unten ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, die will nur reden. Ich glaube, hier ist das Labor. Hey, Zaurus! Komm her! Nun gut, Kinder. Wie ihr wisst, ist heute euer Lehrlingsabend. Das bedeutet, ihr kennt bereits die grundlegende Theorie im Umgang mit Temtem. Nein, kenne ich nicht. Ich kenne kein Temtem. Das sieht alles für mich aus wie Pokémon. Ihr seid bereit, euch euer erstes Temtem zu bekommen. Seht ihr diese Glasbehälter? In jedem davon sitzt ein anderes Temtem aus unterschiedlichen Ecken des Archipels. Oh. Hey, Professor, hast du auch... Was ist das? Digital Temtem? Was ist das? Digital Temtem sind ganz neue Erfindungen, junger Mann. Sie sind sehr selten. Ha, ich habe eins! Das war ein Digital Temtem? Okay. Wo hast du das denn her? Das macht nichts, Zaurus. Egal ob schick oder bescheiden. Den wahren Unterschied im Umgang mit Temtem macht der Bändige aus. Macht den Bändige aus. Und da Max ein Temtem bereits hat, bekommst du nun deins. Such dir eins aus. Was? Warum darf Zaurus sich einen aussuchen und ich nicht? Du hast ja auch eins. Sei bedrückt. Mach nur, Zaurus. Schau, welches dir am besten gefällt. Nimm dir Zeit. Das erste Temtem ist immer ein großer Augenblick für uns. Für Punkt. Für was? Also irgendwie sieht das schon geil aus. So das Bändigen von Sachen so. Also irgendwie finde ich, das hier hat was. Na, den Affen will ich nicht. Und das hier. Eins von den beiden. Ich glaube, ich entscheide mich für das hier. Ich glaube, ich entscheide mich für das. Das sieht schön aus. Das ist Hoshik. Ein Metall-Temtem. Wait a minute! Metall-Temtem. Es ist stark gegen Neutral und Kampf, aber schwach gegen Kristall. Ich habe es von einem Alma Mater der Hochschule in Properton mitgebracht. Bist du sicher, dass du dieses Temtem haben willst? Ja. Eine gute Wahl, Zaurus. Das würde ich haben. Ich glaube, es ist sogar wirklich männlich. Komm, wir nennen es wirklich mal Günther. Hey, okay, dann machen wir halt so. Bestätigen. Es sind nur Buchstaben von A bis Z-Zeichen, Leerzeichen. Günther. Ah! Günther. Es gibt kein Ü. Es gibt keine Umlaute. Nur normale.
Eigenschaft vorsichtig. Zeit loszugehen, Kinder. Okay. Auf jetzt, auf jetzt. Schau dir dein Team an. Nein, das war falsch. Ah. Mein Team ist mit dem Günner. Nach unten ist weiblich? Echt? Nach unten ist weiblich? Dann ist der Günther jetzt die Günther. Das ist ein weiblich? Ich dachte, unten nach unten wäre immer männlich. Weil, hä? Jetzt really? Ah, geiler Name, ja. Echt jetzt? Dann habe ich das immer falsch gedacht. Saurus, der Liebling des Professors. Du glaubst, du bist etwas Besonderes, hm? Wir waren vorher doch Freunde. Jetzt ist der sauer auf mich? Und jetzt hast du ein eigenes, brandneues Temtem. Lass mal sehen, was du damit ausrichten kannst. Günni, die Gute, wer kennt's nicht, Alter? Ja, ich muss los. Ich dachte halt immer, das wäre so. Okay, was soll ich das wissen? Aber das sind geile Pokebälle, in Anführungszeichen. Tem-Karten. Gibt's auch eine Mastercard? Tritt! Günther, der benutzt Tritt! Warte, was? Der hat gewonnen? Hat der gerade gewonnen? Hat er... Auf kommt es an? Nicht das Temtem. Hast du das nicht selbst gerade gesagt, Professor? Gratulation, Max. Mach dir nichts aus deiner ersten Niederlage, Zaurus. Du hast keine wirkliche Chance gehabt. Max Ur, Digital Temtem sind selten und mächtig. Mächtige Erfindungen. Wie Erfindungen. Lass mich deinen Günther mal sehen. Es braucht ein paar Pflaster und selbst etwas Salbe. Da wieder komplett geheilt. Also, es ist noch in der Alpha. In der Early Access sogar. Im Early Access, ja. Alter. Da wieder komplett geheilt, muss los. Und ich dachte schon, ich habe ein schlechtes Deutsch. Um die Chancen etwas auszugleichen, habe ich etwas für dich, Zaurus. Was ist das denn? Ein zweites Temtem? Du hast ein neues Temtem bekommen. Tuvai, toll! Das ist jetzt auch wieder weiblich. PS, machst du auch nicht besser. Ey, komm, ich mach's schon manchmal besser, okay? Wie nennen wir dieses vogelartige Ding? Es ist ja weiblich, ne? Ich wollte gerade wieder einen männlichen Namen geben, Alter. Muss los. Corona? Nee, wir nehmen Corona. Corona ist gut. Tuvai wirkt nicht besonders stark, aber es ist ist eines der seltensten Temtem, die ich je gefunden habe. Pass gut auf es auf. Ich habe die begründete Vermutung, dass es mehr kann, als es zunächst den Anschein hat. Digga, das ist ja wirklich online! Hier sind andere Spieler! Junge! Was, ich bekomme keins davon? Du hast schon dein Digital Temtem, Max. Trotzdem nicht fair. Bruder, das ist ja mal voll geil, dass es online ist. Alter, ist das geil. Meine Forschung legt nahe, dass Tuvai auf bestimmte Orte der Macht reagiert. Junge, jetzt ist sie ein bisschen hier in Richtung Star Wars, Alter, muss los. Aber auf dieser Insel habe ich keine gefunden. Da reise ich zurück nach Arbori, um mich mit meinem Kollegen zu beraten. Ich muss ein Luftschiff erwischen, aber ich kann euch Kindern bis zur Akademie begleiten. Pff, wir brauchen keinen Aufpasser. Na gut, vielleicht könnt ihr alleine reisen. Es ist ein guter Weg, um euch zu beweisen. Nun gut, Saurus. Max, ich gehe vor und warte in Brikal de Mar auf euch. Ihr müsst noch nur nach Norden, dort treffen wir uns wieder.
Hört zu, der Weg ist voller Temtem, also nehmt euch einige dieser Temtem-Karten, benutzt sie, um wilde Temtem zu fangen. Warum nennt ihr nicht einfach Temkarten? Oh, die heißen Temkarte. Was ist los? Sag jetzt nicht, es gibt dann Super-Tem, Meister-Tem, Hyper-Tem. Das wär krass, Alter. Temkarte. Ein Gerät, das eine Karte ähnelt. Es wird genutzt, um Temtem zu fangen und zu transportieren. Ja, Bruder, das hätte ich jetzt nicht gedacht, denn der hat das doch selber gerade gesagt. BTF. Und da sie das nicht ohne Kampf zulassen werden, nehmt ein Salbe mit, um eure Temtem nach dem Kampf zu heilen. Du hast 8-mal Salbe bekommen. Geil. Eine Salbe aus den denisianischen Heilkräutern regeneriert 25 Life Points. Das war's. Viel Glück und vergesst nicht, ich erwarte euch in Brissial de Mer. Seid artig, Kinder. Bruder. Nö. Würde ich nicht. Zehner, wenn du es schaffst. Wette steht. Ich schaff das. Machst du eh nicht? Doch, ich schaff das. Ich schaff das, dass ich diesen Stream auf YouTube zu ballern. Schaff ich's. Ich schaffe es. Glaub an mich, ne? Weil du hast geschrieben, Alter. Wenn ich's schaffe, ein Zehner. Auf deinen Nacken, hab ich gehört.